بسم الله الرحمن الرحيم. Scharaf ilm al-Hadith. Die Ehre und die Vorzüglichkeit und das Besondere der Hadith-Wissenschaft. Jeder Schüler, der das hört, er freut sich. Das ist wie eine Bushra, wie eine frohe Botschaft für denjenigen, der sich mit dieser Wissenschaft auseinandersetzt. Und wir zum Beispiel oder ihr seid jetzt Schüler des Hadith. Ihr habt jetzt angefangen, euch mit dieser Wissenschaft zu beschäftigen, diese Wissenschaft, inshallah, zu studieren. Allah Ta'ala sagte im Koran, oder zunächst einmal, allgemein das Wissen gehört zu den besten und edelsten Taten allgemein. Allah sagte im Koran, in Surat Mujadila oder Mujadala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah erhöht diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Also diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, die erhöht Allah um Rangstufen. Egal welche Art vom islamischen Wissen. Und dazu zählt auch die Hadith-Wissenschaft. Das ist erstens. Zweitens, Allah Ta'ala sagte im Koran in Surat Al-Ahqaf im vierten Vers: "Ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilm." Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei oder die geringste Spur von Wissen. Hier wird folgendes Wort erwähnt: "Aw atharatin min ilm." Oder die geringste Spur von Wissen. Al-Hakim, der große Hadith-Gelehrte Al-Hakim, überlieferte über Mutir oder Mutar Al-Warraq, dass er sagte, mit Spur ist hier die Überlieferungskette des Hadith gemeint. Also derjenige, der sich mit der Hadith-Wissenschaft beschäftigt, automatisch kommt er dann natürlich auch in Kontakt mit der Überlieferungskette. Und hier mit Spur ist das gemeint. Drittens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Naddara Allahu ra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil faqih wa rubba hamil fiqhin ليس بفقيه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن. In diesem Hadith sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben, der von uns eine Aussage oder einen Hadith hört und es einem anderen überbringt und berichtet. Und manch einer überbringt dieses Wissen jemandem, der mehr Verständnis davon hat als er. Und manch ein Träger des Wissens ist nicht jemand, der auch Schlüsse daraus ziehen kann und kein Faqih." Also hier wird in diesem Hadith derjenige gelobt, allgemein, der einen Hadith hört, der sich mit Hadithen beschäftigt und dieses weiterleitet oder weiterberichtet. Selbst wenn er nicht den Fiqh des Hadith verstanden hat. Und das gibt es manchmal. Jemand hört einen Hadith und er gibt es und berichtet es einem anderen weiter. Und dieser andere versteht den Hadith eher und hat eher Wissen über diesen Hadith. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht oder hat Bittgebete gesprochen. Er sagte: "Naddara Allahu ra'an." Möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben, der von uns eine Aussage hört, einen Hadith hört. Und dieser Hadith ist mutawatir. Er wurde vielfach überliefert von mehr als 20 Sahaba. Und
Hier der Gesandte Allahs, alayhi salatu wasalam, spricht Bittgebete für denjenigen, der seine Sunna lernt. Möge Allah uns von diesen sein lassen, der seine Sunna lernt und der sie weiter lehrt. Und daraus entnimmt man aus diesem Hadith oder wird man angespornt, nach dem Hadith und nach seinen Wissenschaften zu streben. Und Imam Sufyan ibn Uyayna, der große Imam, der im Jahre 198 nach der Hijra gestorben ist, er sagte über diesen Hadith: Ma min ahadin yatlubu al-haditha illa wa fi wajhihi nadra liqawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam nadra Allahu ra'an sami'a minna hadithan faballagha. Er sagte, es gibt keinen, der, oder er sagte, jeder, der nach dem Hadith strebt, so ist eine Nadra, also so ist ein strahlendes Glück oder ein Strahlen in seinem Gesicht zu sehen. Weil der Prophet a.s. gesagt hat, möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben. Und das wurde überliefert von Al-Khatib al-Baghdadi in seinem besonderen Werk Sharaf Ashab al-Hadith. Der Vorzug oder die Edelheit oder der Edel der Leute des Hadith. Und das ist wirklich ein kleines Buch mit ungefähr ca. 300 Überlieferungen, wo es aber um diese Thematik geht. Und subhanallah, ich habe das Buch jahrelang gesucht, bis, alhamdulillah, Allah es mir ermöglicht hat, eine alte Kopie zu finden. Ansonsten, ich habe wirklich sogar in anderen Ländern nach dem Buch gefragt und über Jahre und bis es mir dann ermöglicht wurde. Und in diesem Buch, auch in Sharaf Ashab al-Hadith, wurde überliefert, dass zu Imam Ahmad ibn Hanbal, der im Jahre 241 nach der Hijra gestorben ist, gesagt wurde, إِلَى مَتَى يَكْتُبُ الرَّجُلُ الْحَدِيثِ. Bis wann soll man sich mit dem Hadith beschäftigen und den Hadith niederschreiben? Ahmad sagte, حَتَّى يَمُوتَ. Bis er stirbt. Bis er stirbt, soll er sich mit dem Hadith beschäftigen und ihn niederschreiben. Und ebenfalls in dem Buch Sharaf Ashab al-Hadith sagte Az-Zuhri, La yatlubu al-Haditha min al-Rijali illa dhukranuha wa la yazhadu fihi illa inafuha. Az-Zuhri, der im Jahre 124 nach der Hijra gestorben ist und er war der Lehrer von Imam Malik, er sagte, nach dem Hadith streben unter den Männern nur die Männlichen und nur die Verweiblichten entsagen sich und entfernen sich davon. Und das bedeutet jetzt nicht, dass nur der Mann danach strebt, sondern das ist ein Ansporn, dass jeder sich mit den Hadithen beschäftigen soll, sowohl Mann als auch Frau. Und ebenfalls in Sharaf Ashab al-Hadith wird überliefert, dass zu Imam Ahmad gesagt wurde, ein gewisser Ibn Abi Qutayla in Mekka erwähnte die Leute des Hadith. Und dann sagte er, Ashab al-Hadith qawmusu, die Leute des Hadith sind schlechte Leute, sind üble Leute. Und dann stand Abu Abdullah, also Imam Ahmad, auf und er schüttelte sein Gewand und sagte, Sindir, 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 das ist ein Ketzer, das ist ein Ketzer, das ist ein Ketzer. Warum? Weil er die Leute des Hadith schlecht geredet hat. Und solche Leute gibt es in der heutigen Zeit leider, die Leute des Hadith schlecht reden, allgemein. Sie reden über Imam al-Bukhari schlecht und sie beleidigen ihn oder sie reden über Imam Muslim schlecht und At-Tirmidhi und Ad-Darqutni und über die späteren Leute des Hadith und Hadithgelehrten. Und hier Imam Ahmad hat ihn als Ketzer bezeichnet. Und Ketzer ist ein Heuchler, der in Abtrünnigkeit gefallen ist. Also er hat ihn zum Ungläubigen erklärt, weil er die Leute des Hadith schlecht geredet hat. Wie ist es dann erst, wenn man den Hadith selbst schlecht redet und den Hadith vielleicht
ablehnt und nicht akzeptiert, so wie es manche Leute tun, die sagen, lass den Hadith, wir interessieren uns nicht für den Hadith, der Hadith ist so und so.